Nach 16 Jahren hatte Dieter Bohlen jetzt ja seinen Tourneestart in der Zitadelle in Berlin. Und jetzt geht es direkt weiter mit DSDS. Und heute starten die Jury-Castings für die 17. Staffel in Füssen. Mit dabei natürlich auch Dieter Bohlen. Und den konnten wir jetzt ganz kurz vom Jury-Tisch weglotsen. Dieter, 17 Jahre DSDS, das ist der Wahnsinn. Warum ist DSDS immer noch so beliebt? Ja, es ist eine tolle Sendung, ist mit einem super, super, hyper Meganer-Chef, nein, Juror-Chef oder was auch immer. Na, weil wir geben uns natürlich super Mühe, ja. Und ich besonders, ich gebe mir jeden Tag 25 Stunden Mühe. Entschuldigt meine Stimme, ich muss nämlich ab und zu letzte Zeit singen. Und ich habe die Zitadelle immer noch im Hals. Dieter, du weißt es ja am besten. Was braucht man denn, um am Ende DSDS zu gewinnen? Man sollte wirklich, also ich fange jetzt nicht wieder mit dieser alten Geschichte mit der Stimme an. Vergesst mal die Stimme. Ja, wer kann heutzutage noch singen? Ja, Leute, guckt euch die Charts an. Persönlichkeit, ihr müsst auffallen, ihr müsst irgendwie anders sein, ja. Denkt mal an Pietro und Sarah. Sarah war eine Mega-Sängerin, Pietro war ein super netter, klasse Typ, ja. Die Leute letztendlich haben sie aus Sympathie Pietro angerufen. Mark Medlock, der war verrückt, der war mit einer tollen Stimme. Irgendwie sowas, ihr müsst auffallen, die Leute müssen irgendwie besonders sein. Und im Langweiler, die da schon so irgendwie so reingeschlichen kommen, sowas brauchen wir nicht, ihr müsst abgeben. Und ich habe bei meinen Kommentaren ganz oft gelesen, wenn die Kandidaten bei DSDS nur 5% von dem geben würden, was du da in der Zitadelle an Power hattest, dann wäre alles viel, viel besser. Und genauso ist es, Leute. Ihr müsst Power geben, Power. Denn auf Dauer hilft nur Power, sagt Dieter der Bauer. Ja. Dieter, ihr als Jury wart ja letztes Jahr schon in derselben Konstellation unterwegs. Was magst du an deinen Kollegen und was könnten die denn noch besser machen? Naja, ich meine, man sagt ja immer, never change a winning team oder you can win if you want. Das kann man auch sagen. Und warum sollte man das ändern? Ja, besser machen kann man immer jeden Tag alles, das ist ja ganz klar. Ja, also ich versuche auch immer, der beste Dieter zu sein, den es gibt in dem Moment. Und ich erwarte mir natürlich auch ein bisschen, vielleicht ein bisschen mehr Kritik, ein bisschen mehr Ehrlichkeit, ein bisschen mehr, dass man den Leuten auch mal sagt, ey, komm Leute, das hat wirklich keinen Sinn, mach irgendwas anderes und nicht irgendwie, dass man denen sagt, ja, wenn du noch 35 Jahre übst, ja, dann kannst du das, das ist einfach Blödsinn. Ehrlichkeit soll sein, das wäre prima. Dieter, ganz, ganz herzlichen Dank und weiterhin viel Spaß in Füssen bei der 17. Staffel DSDS.